Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem Gesetze für alle gelten, die hier leben, und wo wir nicht nach der Herkunft fragen, sondern nach dem, was die Menschen in unserer Gesellschaft leisten. Und ich bin froh, dass wir heute über ein Gesetz diskutieren, wo wir nicht nur über die Pflege von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern reden, sondern auch von Kindern, die über 18 sind und gepflegt werden von ihren Eltern. Das hat leider der Kollege, der als erstes von der AfD gesprochen hat, nämlich vergessen, dass es nicht nur um Ältere geht, also wenn man am Lebensende gepflegt werden muss, sondern über die ganze Erwerbsbiografie. Und ich bin froh, dass wir diese Debatte in Deutschland führen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte eigentlich meine Rede mit einer Frage anfangen, und dann mache ich es jetzt einfach. Woran denken Sie, wenn Sie das Thema Pflege hören? Denken Sie an sich selbst, wenn Sie alt sind? Werden Sie gepflegt? Wie wird es aussehen? Denken Sie vielleicht an die Situation, dass Ihre Kinder gerade krank waren und Sie sie mit Kamillentee und Salzstangen versorgt haben und viel Fürsorge? Denken Sie vielleicht an die Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Das Thema betrifft uns alle, und ich bin mir sicher, dass jedem, der mir gerade zuhört, egal ob auf den Zuschauerrängen, an den Bildschirmen oder bei Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, Bilder durch den Kopf gehen, Bilder mit Empathie, manchmal aber auch anstrengende Bilder. Und deshalb treffen wir heute mit diesem Angehörigenentlastungsgesetz genau in den Kern in dieser Gesellschaft. Menschen beschäftigen sich mit Pflege, und diese Koalition beschäftigt sich mit Pflege. Und heute gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt der Entlastung der Angehörigen. Ich selbst habe die Bilder im Kopf. Ich denke an meine Mutter, ich denke an meinen Bruder, der ist nämlich Altenpfleger. Ich denke an meine Kinder, und ich denke, weil ich im Sommer eine Kur gemacht habe mit vielen Familien und ihren Kindern, wo immer Eltern auch Pflegende sind ihrer Kinder, genau an diese Familien. Und natürlich ist es notwendig, dass wir die Situation in Familien verbessern, wenn es um das Thema Pflege geht. Und genau das machen wir heute. Wir sagen, man muss erst einstehen für die Pflege von Eltern oder von eigenen Kindern, dann, wenn man über 100.000 Euro im Monat verdient. Und das ist gut so. Und das ist gut so, weil es nämlich in den Familien belastende Situationen gibt. Und wir sind doch gewählt in dieser Koalition, um das Leben der Menschen im Alltag, das Leben in den Familien im Alltag besser zu machen. Und dass wir in dieser Koalition handeln und die Pflege auf dem Radar haben, zeigen wir nicht nur heute. Wir haben gestern das Pflegelöhne-Verbesserungsgesetz diskutiert, wo es darum geht, die Tarifbedingungen für Menschen in der Pflege zu verbessern. Wir haben diese Legislatur schon die Situation in der Ausbildung der Altenpflege verbessert. Wir haben schon mehr Personal zur Verfügung gestellt als ersten Schritt auf dem Weg zur Entlastung in den Einrichtungen. Pflege ist für uns ein Riesenthema, und ich kann Ihnen sagen, gerade für uns in der SPD haben wir in den Koalitionsverhandlungen da auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und gehen da mutig voran bei dem Thema. Und wir denken auch über den Tag hinaus. Uns geht es auch darum, liebe Kolleginnen und Kollegen mit der CDU, CSU, wir schaffen viel gemeinsam in dieser Legislatur, und das ist auch gut so. Wir haben auch noch ein bisschen was vor bei den Themen. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen zum Beispiel, dass in den Pflegeeinrichtungen der Eigenanteil gedeckelt wird, den man bei den Pflegekosten hat. Wir wollen perspektivisch eine Pflegebürgerversicherung, weil wir nicht verstehen, warum wir Unterschiede in dieser Gesellschaft bei der Finanzierung der Pflege machen. All das sind Perspektiven, die zu der heutigen Debatte dazugehören. Aber heute freue ich mich vor allen Dingen, dass wir Angehörige entlasten. Dagmar Schmidt wird nachher noch mal auf die weiteren Aspekte des Gesetzes eingehen. Ich freue mich. Wir entlasten heute die Familien, in denen Eltern gepflegt werden, aber in denen eben auch erwachsene Kinder gepflegt werden. Vielen Dank. Nicole Wessing, FDP, ist die nächste Rednerin.